Herzlich willkommen zurück zu Thief. Aber ich will auch gar nicht so lange mehr auf die Folter spannen und jetzt hier schnell schon mal ein bisschen Kram einsammeln, den ich hier habe glitzern sehen. Und dann gehen wir gleich auch an das Ende, weil der Cliffhanger war ja jetzt nicht ganz so angenehm. Nochmal zur kleinen Info für diejenigen, die vielleicht sich wundern, warum ich in der letzten Folge teilweise so komisch geguckt habe, wenn da diese Damen herumgelaufen sind. Ich wollte nicht zu viel. Sehr gut, beim Reden auf die Falle. Sehr gut, dass ich gespeichert habe. Ich wollte nicht zu viel zeigen davon, sonst muss ich nachher noch zensieren wegen YouTube. So, so konnte man Gott hoffentlich sehr wenig nur sehen. So, du bist eine olle behinderte Falle. Wie zum Teufel soll ich denn da dran vorbei? Da gibt es ja einen Schalter zum Deaktivieren. Nein, offensichtlich nicht. Ich werde mal pushen. Auch das wäre nicht des Rätsels Lösung gewesen. Ich habe es verdient zu sterben dafür. Ich möchte wissen, was ich richtig hätte machen müssen. Ja, ja, ich weiß, es war jetzt Absicht. Was hätte ich... Weil normalerweise rennt man nicht durch eine Falle und kassiert zwei Hits. Ah. Ich kann das... Oh, ich sollte das immer wieder aufnehmen. Hier war noch was. Gut, diese Tür habe ich vorhin ganz übersehen. Was sehen wir hier? Wir sehen hier nichts. Egal, nichts. Wird da wohl nicht sein, sonst wäre da keine Tür. So, was haben wir hier? Oh, bist du der Ausgang? Dann will ich da noch nicht hin. So, und hier ist der dumme Schalter. So, was haben wir denn hier? Ist da hinten doch nicht der Ausgang? Oh, das ist jetzt aber nicht so schön. Dann möchte ich jetzt aber wissen, was da hinten ist. Oh. Bücher. Hier ist nichts. Nee. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal da hinten gucken. Tut mir furchtbar leid. Aber ich muss wissen, was da unten ist. Hier ist Wasser. Deswegen haben wir die Bude vollgelaufen, ne? Okay, ich habe wieder keine Ahnung, welche Zeichen ich benutzen muss. Ich nehme an. Das müssen wir ändern. Also auf zurück. Und rechts um. Dim, blim, blim, blim. So, sind wir hier schon Zeichen? Nein. So. Was haben wir hier? Seile. Das sieht nicht menschlich aus. Okay. Jetzt haben wir es ja auch noch mit abartigen Kreaturen zu tun. Finde ich nicht so cool. Hoppala. Kann man hier noch irgendwas Sinnvolles machen? Sieht so aus, als könnte man nicht drücken. Stein. So, hier geht es nur weiter runter, runter, runter. Noch weiter runter. Ich bin fasziniert. Wie groß ist denn das hier? Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich bin überfordert. Was ist das denn hier? Inventar voll. Hier kann man Schloss knacken. Da. So. Na, öffne. Oh. Finde ich hier irgendwo auch Moor? Dann
damit ich hier mal die Möglichkeit bekomme, einen fucking Fokus aufzufüllen. Die Rede war von einem Buch, Orion, nicht von einer Bibliothek. Es müssen hunderte Bücher sein. Oh, ich weiß nicht, ich bin überfordert mit diesem Level. Ich kann den kaputt machen. Bringt mir das was? Nee, at the moment nicht. Wow. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieses Level ist. Ich muss mal auf die Karte gucken. Ich kann die Karte ja nicht mal bewegen, das ist schlimmer. Da doch, Karte ansehen. I'm a little bit blind. Of course. Da ist Garrett. Ja, okay, das hilft mir wenig. So. Da vorne scheint das Buch zu sein, das wir suchen. Langsam nähern wir uns dem Ziel. Ach, hier gibt's einen Schalter, oder was? Da. Alter, wie viele Geheimgänge gibt's hier denn? Neue Karte. Ja, ist gut. Dieser Ort ist ein Labyrinth. Ich muss zum Zentralturm. Hier kann ich hoch. Also Leute, tut mir furchtbar leid, wenn das hier so unstrukturiert wirkt. Das ist es nämlich auch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, hier hätte ich jetzt nicht hergemusst. Okay, irgendwie müssen wir da hin. Schon verstanden. Ah, hier waren wir doch auch schon mal. Der Kreis schließt sich. Quasi. Shortcut irgendwo hin. Wahrscheinlich. Ich kann mich nicht dran erinnern, schon mal hier gewesen zu sein. Hier war ich aber schon mal. Warte, irgendwie müssen wir mal wieder nach oben. Ja, hier war ich vielleicht auch doch nicht. Verdammt! Dass ich mal die Orientierung verliere. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir müssen da hoch. Können das aber akut gerade nicht. Hier kann man nichts umdrehen. Kann man mal sagen. Da können wir offensichtlich auch nicht lang klettern. Ich muss hier runter. Nein, nicht so. Garrett! Don't do this. Ich krieg bei sowas ein Herzinfarkt. Oh, Mann. Ist Drehen hier sinnig? Ist die Frage. Das sind ja diese Sachen, die ich verstanden habe. Also
Insofern war es ganz richtig, weil es das Vieh da verscheucht hat. Insofern nicht richtig, da ich jetzt hier nicht mehr weg kann. Nee, da dringend mal. Ich bin auch wieder zurück. So. Es sah irgendwie aus wie so eine Art Ghoul oder so, hätte ich es jetzt identifiziert. Also mehr oder weniger identifiziert. Das Ding war aber einfach nur grauenhaft aus. Ja, super. Ich komme so nicht weiter. Mach kaputt, also keine Ahnung. Okay, hier hoch kann ich nicht. Hier hoch auch nicht. Hier hoch erst recht nicht. Dazwischendurch kann ich auch nicht. Hm. Ich überlege gerade. Irgendwas habe ich übersehen. Oder ist es vielleicht doch richtig, das Ding zu drehen? Komme ich hier innen drin wieder hoch? Ja, komme ich. Also ist es doch richtig, das Ding zu drehen. Seite, wo man nicht hinkommt. Rüber. Sehr gut. Oder wenn man von oben runterspringt. Richtig? Richtig. So. Wenn ich das Ding jetzt von da unten drehe. Hier entlang, genau, Garrett, nicht Gerald, Garrett. So, wenn wir das nämlich jetzt hier kommen wir dann auf diese Seite der oberen Etage. Müssen dann dort aus zu unserem Ziel können, indem wir hier runter auf das Ding hier hoch. Also was heißt Ziel? Vorübergehendes Ziel, nennen wir es. So, das Vieh war hier irgendwo, also mache ich mich jetzt erstmal in den Stealth-Mode und sneake ein bisschen hoch. Vertraue diesem Vieh mich nicht so ganz. Ob es uns vielleicht auflauern könnte? Oh, noch mehr Bücher. Ist uns eigentlich schon klar, wie wir dieses Buch überhaupt finden? So komme ich da rein. Wenn ich das Ding drehe, habe ich eine Treppe von der Etage ein weiter unten auf das Ding da oben. Brauche ich aber gerade nicht, oder? Ich vermute, wegen diesem Buch bin ich hier. Ist schon wieder so ein Scheiß. Muss ich es nur noch losmachen. Entferne das Ritualbuch. Oh, ich kenne die Lösung schon. Das wiederum finde ich interessant. Ob wir das Podest, was ich gefunden habe vor, bevor wir hier runtergekommen sind, ob man die Losung irgendwo vorher. Wow. Das ist nicht Hermes, die Schlüssel. Oh. Ich habe das Buch. An diese Nacht werde ich wohl noch lange denken. Ich habe so eine ganz starke Vermutung. Ich habe so die ganz starke Vermutung, dass das Buch verschlossen ist und man braucht dafür den Ring
von Cornelius Finger. Und deswegen, und das ist das Buch halt von dem Ritual, das an uns durchgeführt wurde. Oder beziehungsweise nicht an uns, sondern was wir unterbrochen haben und wir deswegen das mehr oder weniger haben mitgehen lassen. Ja, viele Geräusche gemacht. Sollen wir jetzt noch wissen? Diese blöde Statue, die sich nicht drehen wollte. Auf welchem Ende ist sie? Also an welchem Ende? Da, die hat sich gedreht. Die hat sich auch gedreht, ne? Dann ist sie jetzt hier direkt unter uns. Korrekt? Rolle Statue? Ja. Korrekt. Komme ich irgendwie an dich dran? Du leuchtest fucking hell. Ja, das kann nicht wahr sein. Wie komme ich denn an dich dran? Ich könnte einen Hampelmann machen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte dann. Setz dich an diesem fucking Seil festhalten. Garrett, was ist los mit dir? Komme aus den alten Ruinen. Das war irgendwie der Plan, nur Garrett nimmt nicht so gerne Seile mit. Ah. Du lernst wenigstens aus deinen Fehlern. Ah. Düm, düm. Sehe ich hier irgendwas Wertvolles? Nein. Langweilig. Nein, nicht hoch, runter. Weiter geht nicht nach unten. Ich glaube, wir sind wirklich am Ende angekommen. So, überleben wir das aber wenigstens. So. Na, okay. Will ich da durchgucken? Und du hast gesehen, wie sie reagiert, wenn sie was nicht weiß. Dann stellt sie während die Tür geöffnet. Ach, Moment. Hier sind jetzt Leute? Was machen die denn jetzt hier? Ich kann Karten spielen. Da drüben ist auch eine. Das ist nur gerecht. Was? Bist du immer noch sauer wegen dieses Kartenspiels? Weil ich beim Pelikan und Makrele gewonnen habe? Pelikan und Makrele? Ehrlich? Das Spiel hört sich so an, als ob man, als möchte man das in einer Million Jahren nicht spielen. Da haben wir es doch gefunden. Zack. Ihr könnt mich mal. Oh. Moment. Du hast einen neuen Fokuspunkt. Oh, sehr schön. Ich hätte gerne Effizienz. Ja. Bisher haben wir nichts von den anderen Fähigkeiten oder so, so krass gebraucht oder so. Und ja, das können wir auch irgendwann mal machen. Aber ich will jetzt einfach nur... Bisher kommen wir ganz gut klar. Also nächstes davon. Ein schönes Stück. Erinnerung. Ein Stück. Was sind das für komische Geräusche hier? Okay, ich muss jetzt aber auch hier wieder durch zurück. Pustekuchen, war nichts mit Escape. Gute. Jetzt stehen wir in einer Wache. Der Jan hat ab und zu mal Glück. Aber auch nur halb. Zack. Nein, ich möchte spähen. Warum darf ich nicht spähen? So, dreh dich mal um, bitte. Einer meiner Zähne wackelt.
Oh, das ist mies. Eine deiner Zähne wackelt, dann solltest du zu Zahnarzt gehen. Aber der bleibt da stehen, das finde ich sehr angenehm. Einige der Großköpfe, die die Mädchen beglücken müssen. Habe ich noch was glitzern sehen? Deswegen befinde ich mich nochmal hier. Wollte es ihr sagen, wenn du eine gesehen hast, kennst du sie alle. So, komm, noch ein Abgang. Ich habe doch wohl nichts glitzern sehen. Der Gestank hier ist wieder nicht. Ich habe wohl wirklich nichts glitzern sehen. Ah, ich krieg schon Hallus. Raus aus dem Licht. I don't like it. Okay, wir müssen da irgendwie nach oben. Okay. Ja, okay. Man weiß nie, was man unter der Stadt zu sehen kriegt. Gar nicht schon. Da hatten wir Glück, dass wir hier drin waren, sonst wäre der uns genau in die Arme gelaufen. So, eine Etage müssen wir noch höher. Licht angezündet? Wache auch oder keine Wache? Weil ohne Wache kann uns das Licht mal sonst wo. Ja, perfekt. Jetzt gehe ich auf Nummer sicher. Ich weiß mich nicht. Einmal pokern gut, zweimal pokern schlecht. Dreimal pokern. Da fordert man sein Glück schon. Den habe ich. Dieses Kampfsystem ist erstmal anstrengend. Oh, offensichtlich hat uns aber keiner gehört. Wir waren, sind so am Arsch der Welt. Für den Rest zumindest. Den habe ich aber wirklich nicht gesehen. Ich sollte häufiger die Fokus nicht Sicht benutzen. Das Spiel ist aber auch dunkel. Ja, okay. Man ist ein Dieb. Wäre komisch, wenn man im Licht arbeiten würde. So, Dieb. Können wir den da bitte K.O. schlagen? Ich möchte ihn aber nicht ganz so offen rumliegen lassen, wenigstens. Hier gibt es auch so einen schönen Seitenraum. Ja. Perfekt. Hier kannst du Pause machen. Mach Pause. Das ist ein Wurfobjekt, dachte ich mir. Und hier ging es runter, ne? Was halt jetzt die Frage? Wo habe ich diese Zeichen übersehen? Gibt es sie hier? Ah. Einmal das und das. Das und das. Werden die mir jetzt angezeigt? Ja. Perfekt. Nein, falsche Richtung. Und du. Zeig mir, was es hier Schönes gibt. Dann haben wir das wirklich hier übersehen. Also habe ich das wirklich hier übersehen. Schicki schick. Das nehme ich mit. Wirklich schick schick. Ui, 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 ui. Ui, das lässt mein Diebesherz höher schlagen. So, machen wir noch einen Abgang aus diesem Haus und dann. Und aus dem Bordell. Vielleicht gibt es auch einen direkten Ausgang. Fände ich cool. Kann ich da auch irgendwie direkt dran? Nein. Muss ich aber. Nee, nichts. Warte, ich muss vielleicht auf die Kiste klettern. Dann da so dran springen.
Ja. Zwar sehr umständlich, aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. So. Ah, können diese ganzen leuchtenden Pflanzen denn kein Mond sein? Das wäre so angenehm. Ich kann mich da dranhangeln, nehme ich mal an. Sonst wird mir das nicht so angezeigt werden. Oh, knapp. Und ich glaube... Bestraf mich, Mutter. Ich war böse. So böse. Das ist ungünstig. Warte! Nicht anfassen! Mein Bein schmerzt. Was ist denn los, General? General. Ist Mami etwas zu viel für dich? Sprich nie wieder so über meine Mutter, du dreckige Hure! Au! Komm her zu mir! Was geht denn hier vor, General? Ah! Das reicht! Nehmt eure Schwarzsteuer und verschwindet. Schwarzsteuer? Was ist das? Noch einmal. Und ich schneide eure Eier ab. Fordert mich nicht heraus. Hey, Leute. Gar nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Du! Drecksratte! Ich bring dich um! Dieb! Du musst die Damen besser behandeln. Den Herrn kennt ihr doch. Das wirst du bereuen. Opportunist, war irgendwie klar. Aber deutlich mehr Opportunist als sonst. Verdacht erregt 6-mal, entdeckt 4-mal. Gefundene Sammelstücke, aber ausnahmsweise mal 4 von 5. Keine Kills oder K.O.-Schläge. Nö. Stehlen alle Beuteobjekte 37%. Schlecht. Würde ich mal behaupten. Schlecht. Sehr schlecht. Schaukästen aktualisiert. 7 Nächte später befinden wir uns jetzt. Und ich muss einmal gucken, habe ich hier schon etwas Besonderes? Bla bla bla. Nein, das hatten wir schon. Ah, die sind neu. So. Wo sind denn unsere Unikarte? Oh nein, ich wollte nicht das nächste aktivieren. Jennifer. Ach so, das ist der Vogel. Der blutet. Basso. Das heißt also, Basso ist in Gefahr, vermutlich. Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich würde einfach hier mal einen schönen Cut machen. Obwohl, ich will erst noch herausfinden, wo diese verdammten Unikarte stehen. Was sind die hier in der Truhe? Unikarte. Ja, okay, super. Die werden echt so gelagert. Antike Figur und das funkelnde Federkleid. Die werden echt da drin gelagert? Da kann man sich nicht ziemlich angucken. Es hat gedauert, aber ich habe es hingekriegt. Wenigstens etwas, das wieder ist, wie es war. Achso, das Oberg funktioniert wieder. Ja. Naja, an dieser Stelle dann wie immer einen restlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr
morgen dann zur letzten Folge dieser Woche auch wieder dabei seid. Also für euch ist es morgen, für mich nicht, aber und danach, also wie immer 17 Uhr und am Wochenende dann Darkest Dungeon. Ich verweise immer gerne drauf. Schaut einfach mal rein. Bis dahin, haut rein.